Ich bin Franziska Fischer. Ich habe den Roman geschrieben, Das Meer, in dem ich schwimmen lernte. In meinem Roman geht es um die junge deutsche Ronja, die nach Mexiko reist und dort verschiedene Menschen kennenlernt, verschiedene Erfahrungen sammelt, sich ein bisschen ausprobiert. Ja, Ronja würde ich beschreiben als introvertiert, aufmerksam und schon an Geschichten interessiert, an Geschichten von anderen Menschen. Also neben Ronja kommt noch Julia vor als wichtige Person und Ismael, das ist ein junger Mexikaner, den sie dort kennenlernt. Also ich würde sagen, es geht hauptsächlich darum, dass man, das machen ja viele junge Menschen, dass man ins Ausland geht und dadurch sich selbst auch irgendwie von einer anderen Perspektive kennenlernt. Dadurch, dass man sich mit Dingen auseinandersetzen muss, mit denen man sich sonst nicht auseinandersetzen muss. Also man könnte sagen Selbstfindung. Liebe, könnte man sagen, ist auch ein Thema und Freundschaft. Also sie hat ihre Mutter verloren und ihr Vater merkt so, dass sie in ihrem Leben stagniert und findet, dass sie so einfach eine Abwechslung braucht. Und deswegen kauft er ihr dieses Flugticket für 6 Wochen Reise durch Mexiko. Sie findet ganz viel, also ganz viele Menschen, die irgendwie ein Teil von ihr werden oder von denen sie was mitnimmt. Sie findet eine Freundin, sie findet jemanden, in den sie sich verliebt, sie findet eine Art Zukunft für sich selbst erstmal. Ich würde sagen, der Roman ist leicht melancholisch geschrieben, ein bisschen, hoffe ich, bildhaft und atmosphärisch. Und ja, ist aus der Ich-Perspektive, das heißt, er ist auch sehr auf die innere Perspektive der Hauptfigur konzentriert. An alle, die ihr interessiert, richtet sich der Roman. Also ich würde sagen, sicherlich hauptsächlich an weibliche Leser und ich denke auch eher so Jüngere zwischen, weiß ich nicht, 16 und 40 oder so. Die Botschaft, die der Roman vermitteln will, ist, dass man den Mut haben sollte, sich mit anderen Welten oder mit anderen Ländern, mit anderen Menschen auseinanderzusetzen, um eben daran auch selbst zu wachsen oder sich selbst weiterzuentwickeln.